Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17, Antrag der Abg. Lotz, Gremmels und so weiter betreffend Reduzierung der Waschbärenpopulation in Hessen, Drucksache 19/4754 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 30, dringlicher Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schonzeit des Waschbären, Drucksache 19/4958 aus 19. Und Tagesordnungspunkt 21, Antrag der Fraktion der FDP. Jetzt kommen wir zu den Kormoranen. Zur Kormoranverordnung ist für den Schutz von Esche, Barbe und anderer Fischarten unerlässlich, Drucksache 19/4823 aus 19, sowie Tagesordnungspunkt 29, dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Regelung zur Kormoranbekämpfung, Maßnahmen zur Gewässergütung, Drucksache 19/4656 aus 19. Erster Redner ist Kollege Lotz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute über einen Bären und über einen Vogel. Eigentlich wäre es schöner gewesen, die Waschbären- und die Kormoran-Thematik getrennt voneinander aufzurufen und zu behandeln. So unterschiedlich diese beiden Tiere und die Probleme, die sie hervorrufen, auch sind, haben sie doch eines gemeinsam. Sie eignen sich sehr gut, um die misslungene Jagdverordnung bzw. die misslungene Fischereiverordnung der Landesregierung aufzugreifen. Zu Recht fordert die FDP ein Kormoran-Monitoring und ein verbessertes Management. Ich darf aber einmal an etwas erinnern, meine Damen und Herren. Das haben wir einmal schon gefordert beim Wolf, beim Biber und auch beim Waschbären. Ja, die Regierung macht bei den Stichwörtern aber von Monitoring und Management dicht. Lieber werden pressewirksame PR-Aktionen veranstaltet, die vielleicht dem eigenen Management helfen, aber nicht den Tieren. Seit Langem fordern wir gemeinsam, ein modernes Jagdrecht in Hessen zu schaffen. Und immer wieder schottet die Landesregierung ab. Die Aufhebung der Schonzeiten für Waschbären in der Rhön sind aus meiner Sicht der beste Beweis, dass der Waschbär vielerorts ein ernstzunehmendes Problem ist. Und da hat Ministerpräsident Bouffier auf dem Landesjägertag angekündigt, ich habe es selbst gehört, es waren viele andere auch anwesend, dass er in der Tat auch noch mehr ändern will. Das wurde natürlich am Dienstag, glaube ich, hatten wir das Thema schon mal, wurde das nicht beantwortet. Ich rede hier aber nicht nur von ein paar umgeschmissenen Mülltonnen oder abgeernteten Obstbäumen, meine Damen und Herren. Aber anstatt gemeinsam mit Experten an einem lösungsorientierten Plan zu arbeiten, der mithilfe von pseudowissenschaftlichen Grundlagen mit der ideologischen Brechstange die Jagdverordnung durchgesetzt hat, das dient aus meiner Sicht niemandem, auch nicht dem Waschbären, nicht der geschädigten Flora, Fauna oder der Tierwelt, und erst recht nicht uns Menschen, die teils Schäden von mehreren Tausend Euro zu beklagen haben. Die hessischen Fischer haben errechnet, dass der Kormoran jährlich ca. 2,3 Millionen Euro Schaden verursacht. Weder beim Waschbären noch beim Kormoran
ist die Landesregierung bereit, sich etwas einfallen zu lassen, sondern sie lässt einfach alles laufen. Nur es werden schöne bunte Werbeheftchen verpackt. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, hat erst 2016 die Waschbären auf die Liste der unerwünschten Spezies gesetzt. Das war aus unserer Sicht keine Juxaktion der EU, meine Damen und Herren. Wir glauben, das unterstreicht vielmehr die Ernsthaftigkeit der Waschbärenproblematik. In elf von 15 Bundesländern dürfen Jungwaschbären ganzjährig bejagt werden. Ausgerechnet in Hessen, dem Bundesland mit der weitaus höchsten Waschbärdichte, da sind wir auf Platz 1 in Deutschland, mit der weitaus größten Waschbärdichte zählt die Jagdzeit des Waschbären oder ist die Jagdzeit am kürzesten. Natürlich, meine Damen und Herren, ist es uns bewusst, dass man oftmals Waschbären durch eine starke Bejagung. Kollege Lotz, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, und versuche, das abzukürzen. Meine Damen und Herren, wir müssen versuchen, dringend mit Partnern aus Wissenschaft und Wildbiologie innovative Maßnahmen zur Verringerung der Waschbärpopulation zu entwickeln. Und, meine Damen und Herren, nicht mehr oder weniger beabsichtigt unser Antrag. Wir bitten Sie deshalb, dem zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Landau für die CDU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal mehr freue ich mich, nicht zu Salz sprechen zu müssen, sondern zu, naja, possierlichen Tieren, kann man vielleicht in dem einen Fall sagen, bei dem anderen weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall zwei Tierarten, die so manchen menschlichen Freund haben, aber die halt eben auch, naja, Spuren in der Natur hinterlassen, so will ich es mal nennen. Der Kormoran, auf den ich zunächst zu sprechen kommen will, ist ein gutes Beispiel für erfolgreichen Naturschutz. Noch Anfang der 70er Jahre, wir mögen uns bitte erinnern, war in Deutschland aufgrund intensiver Verfolgung nahezu ausgestorben, und nur noch in Norddeutschland hielten sich einige wenige Populationen. Dies führte dann zum Schutz des Kormorans, und seit 1979 unterliegt er dem allgemeinen Schutz der EU-Vogelschutzrichtlinie, und seine Bejagung ist in Deutschland nach dieser Richtlinie nicht zulässig. Inzwischen zählen wir auch in Hessen wieder zahlreiche Kolonien, doch aktuell stagniert die Zahl der in Hessen brütenden Kormorane. Die Fischereiwirtschaft als quasi Nahrungskonkurrenten trägt nicht zuletzt in einem Schreiben vom Mai 2017, also relativ aktuell, Belastungen der Gewässer durch Kormoraneinflug vor. Naturschützer wiederum weisen darauf hin, dass der Kormoran überwiegend ökonomisch nicht genutzten Weißfischen nachstellt. Gleichwohl trage ich hier vor, ist die Bejagung des Kormorans in Hessen möglich, und sie findet auch statt. So wird nahezu jährlich an der Lahn als ein Beispiel mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung, und das ist der Punkt, eine bestimmte Anzahl von Kormoranen zum Schuss freigegeben. Ziel ist es, den Vogel durch Abschüsse zu vergrämen und ihm ein Anlegen einer Brutkolonie hier dann an der Lahn zu hindern. Diese Bejagung in Ausnahmefällen soll unserer Meinung nach auch weiterhin möglich sein, da es durchaus Notwendigkeiten dazu gibt, dies aber wiederum nicht überall und flächendeckend, sondern zeitlich und räumlich begrenzt. Auch die vielfältigen Möglichkeiten der Vergrämung sollten genutzt werden. Zu nennen wären hier das Überspannen von Zuchtteichen mit weitmassischen Netzen, akustische und optische Abwehrmaßnahmen. Entscheidend aus unserer Sicht für eine gesunde und artenreiche Fischfauna ist aber eine Verbesserung ihrer Lebensgrundlage, die Renaturierung von Gewässern,
also beispielsweise der Erhalt von Altarmen, die Förderung von Stillwasserbereichen, Maßnahmen zur Förderung der Durchgängigkeit von Gewässern, mögen hier einige Beispiele sein. Die bestehenden Regelungen in Hessen bilden einen fairen Interessensausgleich aus Sicht der CDU zwischen den Interessen der Fischerei und dem Tier- und Artenschutz. Damit komme ich zu den Waschbären. Hier empfehle ich der SPD, in der Debatte deutlich abzurüsten und die politische Jagdflinte im Schrank zu lassen. Die Schonzeit für den Waschbär und ebenso für den Fuchs und andere Prädatoren von Februar bis August entspricht der Vorgabe des Schutzes der Elterntiere in der Brut- und Setzzeit gemäß § 22 des Bundesjagdgesetzes. Darauf fußt die richtige Verstärkung des Gedankens Tierschutz in der Hessischen Jagdverordnung. Das sage ich hier dann auch ganz deutlich. Dies ist eine Verabredung in unserer Koalitionsvereinbarung, und dazu stehen wir. Andererseits, und ich weiß nicht, ob es schon angesprochen worden ist, hat Europa verfügt, dass gegen invasive Arten vorzugehen ist. Danach sollen Maßnahmen ergriffen werden, die die Ausbreitung dieser Tierarten eindämmt. Hessen hat hierzu eine Arbeitsgruppe im Umweltministerium eingesetzt, die einen Maßnahmenkatalog erarbeiten soll, der wahrscheinlich im Herbst 2017 vorgelegt wird. Auch wenn dazu, zu diesem Maßnahmenkatalog, wird die Jagd gehören. Aber der Gedanke des Tierschutzes hat trotzdem und dennoch seine Bedeutung. Deshalb erstens. Die Hessische Jagdverordnung ist jetzt seit ungefähr einem Jahr in Kraft, und wir sollten erst einmal abwarten, wie die Jagdstrecke 2016 und 2017 beim Waschbär aussieht. Zweitens. Wir sollten den angesprochenen Maßnahmenkatalog abwarten und ihn bei Vorlage diskutieren. Dann überlegen wir gemeinsam, wie wir den Waschbären begegnen. Mein Schlusssatz. Die CDU-Fraktion hält in beiden Fällen, Kormoran wie Waschbären, nichts von Aktionismus, sondern setzt auf Abwägung und ein geeignetes Maßnahmenmanagement bei beiden Tieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Lenders, ich kann Sie gerne vorwegziehen. Ich habe Frau Faulhaber zwischen die beiden Antragsblöcke Waschbär und Kormoran gesetzt, weil sie als Einzige vermittelnd eingreifen kann. Und außerdem, weil Kollege Brettschneider auf seine Ablösung wartet. Nein. Machen Sie Ihren Waschbär zu Ende, bitte. So viel Zeit muss sein. So, wenn sich alle beruhigt hätten, täte ich vielleicht anfangen. Das wäre gut. Starten Sie Ihren Waschbären. Ich starte, ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Weder dem SPD-Antrag zur Aufhebung der Schonzeit für Waschbären noch dem Antrag der FDP zur Änderung der Kormoranverordnung können wir zustimmen. Ich fange einmal mit dem Waschbären an. Niemand geht heute mehr davon aus, dass Waschbären bei uns wieder auszurotten sind. Einige Wissenschaftler sprechen sogar inzwischen von einer einheimischen Art. Deshalb geht es jetzt ans Integrieren. Die auftretenden Konflikte führen ja schnell zu Extrempositionen. Allerdings ist der Frontverlauf in dieser Debatte viel unübersichtlicher, als diese beiden Anträge annehmen lassen. Weder Naturschützer noch Jäger haben eine einheitliche Position gefunden, was den Waschbären und auch andere invasive Arten angeht. Dass man die Ausbreitung der Kleinbären mit der Abschaffung der Schonzeit regulieren kann, bezweifeln jedoch beide Gruppen. Und es gibt gute Gründe dafür. Untersuchungen gehen davon aus, dass sich die Waschbären schneller vermehren, wenn sie stark bejagt werden. Dann bekommen auch diejenigen Weibchen Nachwuchs, die normalerweise erst nach ihrer Jugend im Folgejahr trächtig geworden wären. Selbst Jäger, also z.B. die vorher genannte Wildlandstiftung Bayern, die die Aufhebung der Schonzeit in der Rhön gefordert hatten, kamen später zu folgender Erkenntnis. Ich zitiere, man kann den Waschbären nicht durch Jagd eindämmen. Die Eindämmung der flauschigen Raubtiere ist mutmaßlich nur durch natürliche Feinde wie den Wolf, der noch nicht wieder in der Region lebt, oder den Uhu möglich.
oder die Population erkrankt an Staupe oder ähnlichen Krankheiten, die dann den Bestand verringern. Zitat Ende. In Sachsen untersuchte man die Jagdstreckenentwicklung von Raubtieren und stellte fest, dass in einem Verbreitungsgebiet die Zahl der Raubtiere über Jahre gleich blieb, sowohl die der heimischen als auch der Neuankömmlinge. Untersuchungen zum Fressverhalten der Waschbären bestätigten keines der einschlägigen Vorurteile. Sie fressen nicht in erster Linie Vogelgelege. Sie ernähren sich hauptsächlich mit Pflanzen und wirbellosen Tieren, und zu 15% sind ihre Nahrung Wirbeltiere. Aus all dem wird deutlich, eine invasive Art kann schnell in Verruf geraten, wenn nur auf isolierte Faktoren geschaut wird. Anders gesagt, es gibt selten einen Hauptfeind, sondern ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, wenn eine Art im Bestand gefährdet ist. Wenn derzeit der Vogelbestand dramatisch zurückgeht, sind Nesträuber nur ein Mosaikstein. Den Vögeln setzen vielmehr Monokulturen Agrargifte wie das Neonicotinoid oder die Überdüngung zu und die Versiegelung der Landschaft mit Siedlungen, Industrie- und Verkehrswegen. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum Kormoran, dessen Bestand sich in Hessen halbiert und auf einem niedrigen Niveau eingependelt hat. Ja, natürlich frisst der Kormoran Fisch. Ich nehme an, die Angaben der FDP über die Fischmenge sind sogar richtig. Aber die Fischereierträge in Hessen sind seit vielen Jahren stabil. Das sagen alle Statistiken. Und um der Gefährdung dieser Fisch, also Oesche Barbe Nase, entgegenzuwirken, scheint mir viel wichtiger zu sein, die Wasserqualität wieder besser zu machen. 80% der hessischen Gewässer sind durch Einleitungen belastet. Dazu kommt, dass immer noch viele Gewässer reguliert sind und Renaturierungsmaßnahmen nötig wären, um Fischen wieder mehr Lebensraum zu geben. Meine Damen und Herren, Ökosysteme unterliegen dynamischen Veränderungen durch Klimawandel, Verschmutzung, Versiegelung, Umweltgifte und vielem mehr. Naturschutz ist deshalb eine systemische Aufgabe, und es braucht viele parallele Maßnahmen, um Arten zu schützen. Und hier taugt die Hau-Rupp-Methode überhaupt nichts. Es geht um intakte Lebensräume und weniger um die Ausrottung ausgewählter Arten. Aber selbstverständlich wäre es sinnvoll, sich mit invasiven Arten auseinanderzusetzen. Dazu Partner aus der Wissenschaft einzubeziehen, halte ich für dringend notwendig. In Deutschland gibt es immer noch keine amtliche Liste der invasiven Arten, geschweige denn, wie ihnen zu begegnen ist. Ich will nur einmal sagen, dass in Europa 12.000 invasive Arten leben, und 37 davon stehen im Verdacht, dass sie Gefahr für die biologische Vielfalt oder die menschliche Gesundheit bedeuten. Der Waschbär und der Kormoran gehören dazu nicht. Ein Management auf diesem Gebiet wäre sehr sinnvoll, weil man sie sicher nicht alle umbringen kann. Kollegin, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, das Mikro sollte schon richtig stehen. Und viele Kollegen finden ja das Thema, was Waschbären und Kormoran anbelangt, ja auch äußerst witzig und komisch. Für die Menschen, die einen Waschbär im Haus haben und der dort erhebliche Schäden verursacht, die finden das überhaupt nicht komisch, meine Damen und Herren. Und auch diejenigen, die Fischerei betreiben, finden es auch nicht witzig, wenn Schwärme von Kormoran bei ihnen einfällen und ihnen die ganze, ich sag mal, Existenzgrundlage entziehen können. Meine Damen und Herren, der Waschbär ist
eine invasive Art. Das per se ist noch nicht das Problem. Das Problem ist, dass er keinen natürlichen Feind hat. Und er frisst eben alles. Und vor allen Dingen auch die Tiere, die Jungtiere haben, haben einen noch viel größeren Fressbedarf, weil sie ja ihre Jungtiere dann ja auch noch mit durchkriegen müssen. Meine Damen und Herren, in 8 von 15 Bundesländern scheint es auch klar zu sein, dass wir den Waschbär bejagen. Nur in Hessen, seitdem die GRÜNEN regieren, haben wir eine Jagdverordnung, die das quasi unmöglich macht. Meine Damen und Herren, Schwarz-Grün bezieht sich in Ihrem Antrag auf Rheinland-Pfalz. Die dortige Regelung wäre aus unserer Sicht fachlich durchaus tragbar. Denn auch dort dürfen Jungtiere das ganze Jahr bejagt werden. Da frage ich mich, wenn Sie sich schon auf den Rheinland-Pfalz beziehen, warum setzen Sie sich denn da nicht dafür ein, dass das auch in der hessischen Jagdverordnung umgesetzt wird? Meine Damen und Herren, und es braucht auch keine Einzelfallprüfung, wie das jetzt hier vorgesehen ist. Meine Damen und Herren, die EU hat ausdrücklich den Waschbär als invasive Art klassifiziert, und damit können wir ihn auch bejagen. Meine Damen und Herren, politisch bewertet, wir haben 5 Minuten Zeit. Das ist nicht viel. Aber 5 Minuten Zeit. Meine Damen und Herren, das, was wir am Dienstag ja schon einmal diskutiert haben, und es war viel die Rede davon, was hat denn der Ministerpräsident jetzt auf dem Jägertag gesagt? Meine Damen und Herren, es geht so mehr darum, welchen Eindruck er hat erwecken wollen. Der Ministerpräsident hat auch bei der Jägerschaft den Eindruck erweckt, jawohl, er ist Gesprächsbedarf, da er ist gesprächsbereit. Also wird er die Jagdverordnung im Sinne der Jägerschaft ändern. Meine Damen und Herren, wir haben dann eine Staatsministerin erlebt, die aber genau das Gegenteil von dem erzählt hat. Genau das Gegenteil von dem erzählt hat. Meine Damen und Herren, und Sie von der CDU, Sie können diesen Widerspruch nicht auflösen. Jedes Mal, wenn Sie vor Ort sind, erzählen Sie den Jagdverbänden vor Ort, Sie würden sich einsetzen und würden deren Interessen vertreten. Dann sind Sie hier im Landtag. Das kennen wir auch von der Windkraft. Dann spielt das alles keine, Rolle mehr. Dann spielt das keine Rolle mehr. Dann überlassen Sie den GRÜNEN in das Feld. Meine Damen und Herren, und bei den Kormoranen, gilt es ähnlich wie bei den Waschbären. Man darf sich schon einmal fragen, die Schäden, die die Kormorane verursachen, und das hat der Kollege Landau ja richtig gesagt, es ist ein Stück weit auch ein Erfolg von gelebtem Tierschutz. Nur hat sich der Kormoran aber mittlerweile in solch einer großen Population wieder stabilisiert, wieder vermehrt, dass er eben erhebliche Schäden anrichten kann. Und, meine Damen und Herren, wir erwarten ja von dieser Landesregierung keine Wunder, aber eine Kormoranverordnung, die auch wirklich dazu dient, eine Bejagung auch möglich zu machen, das ist auch in anderen Bundesländern durchaus üblich. Nur wir haben eine Kormoranverordnung, eine Fischereiverordnung, wo quasi nichts dazu drinsteht, meine Damen und Herren. Und diese Landesregierung hat, wenn sie noch 5 Sinne beieinander hat, ihren Handlungsauftrag, und den müssen Sie wahrnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Hammann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen von SPD und FDP! Ihre Anträge beweisen, dass Sie immer mehr vom Tierschutz entfernen. Sie beschäftigen sich nicht ernsthaft mit den Tierarten Waschbär und Kormoran, sonst könnten Sie nicht zu solchen Aussagen kommen. Ihnen scheint das, was wir in der Verfassung festgehalten haben, Schutz der Tiere, wirklich egal zu sein. Ich bedauere an dieser Stelle Ihren Populismus sehr. Denn es geht in diesen Anträgen um das Leben, ja, richtigerweise muss man ja sagen, um den Tod dieser betreffenden Tierarten. Und, Herr Kollege Lotz, ich finde es wirklich anmaßend, wenn Sie einer Spezies das Lebensrecht absprechen, so wie es eben von Ihnen auch hier am Pult getan wurde. Und ich sage auch, Sie vergleichen das Ganze ein bisschen jetzt. Sie haben gesagt, Sie wollen Gespräche mit der Wissenschaft und mit der Wirtschaft. Sie wollen einen Maßnahmenplan.
Das wäre das, was Sie wollten. Aber was steht in Ihrem Antrag drin? Der Hessische Landtag fordert die Landesregierung auf, das Jagdrecht dahingehend zu ändern, die Erlegung des Waschbären ohne Einschränkungen zuzulassen. Das ist Ihr Ziel. Und, meine Damen und Herren, ich finde das angesichts der Fakten, die uns vorliegen, absolut absurd. Ja, wir haben in Hessen den Elternschutz bei einigen Tierarten zeitlich konkretisiert. Und dazu zählt auch der Waschbär. Damit tragen wir auch zur Rechtssicherheit bei. Und wir verhindern auch, und das betone ich auch, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass Welpen getötet wurden, dann erst die Elterntiere. Das heißt, die Elterntiere konnten deshalb auch getötet werden, weil sie eben nicht mehr den Elternschutz hatten, dass diese Unsitte auch damit beendet wird. Und es ist doch nicht so, dass Hessen die Einzigen sind, die eine Schonzeit haben. Sie brauchen in die anderen Bundesländer doch nur einmal reinzuschauen. In Baden-Württemberg, in Berlin und im Saarland gibt es fast ähnliche Regelungen, wie wir wie in Hessen haben. Und da gibt es auch keine Bejagung der Jungwaschbären. So. Und in Hessen kann, und das muss man noch einmal deutlich machen, bei einer erwiesenen Störung des biologischen Gleichgewichts für einen fest definierten Zeitraum und unter entsprechender wissenschaftlicher Begleitung eine Ausnahme für ein bestimmtes Gebiet vorgenommen werden. Und, Herr Kollege Lenders, suggerieren Sie doch nicht immer wieder, die Landesregierung würde sich nicht dafür einsetzen, dass in Privatwohnungen oder in urbanen Räumen Schäden verhindert werden von Waschbären. Nein, das ist doch nicht so. Eine wirksame Entfernung des Waschbären ist in den urbanen Räumen und insbesondere in Privatwohnungen möglich gewesen und ist es auch heute noch. So, deshalb schildern Sie doch nicht eine Unwahrheit, denn das ist es nämlich. Es gibt auch bestimmte Fakten, die in dem ganzen Bereich wichtig sind, die wir auch zu beachten haben. Was sind denn die gesundheitlichen Risiken, die immer wieder in den Raum gestellt werden? Herr Kollege Lenders, ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen noch zuhören würden. Die gesundheitlichen Risiken werden als äußerst gering bewertet. Tollwut, Fuchsbandwurm und Trichin spielen keine Rolle. Er kann Überträger des Staubevirus sein. Doch Sie wissen auch, die Hunde werden in der Regel gegen Staube auch geimpft. Und die einzige Zoonose, der Waschbärspulwurm, wird als äußerst selten bewertet von den Wissenschaftlern. Und wie sieht es denn aus immer mit dem propagierten Einfluss auf andere Tierarten? Es gibt bis heute keine wissenschaftlichen Daten, die einen ernsthaften Prädationsdruck belegen. Und es gibt eine Untersuchung, die ja immer gerne wieder herangezogen wird. Das ist die Untersuchung zu der europäischen Sumpfschildkröte in Brandenburg. Und diese Untersuchung belegt keine direkte Einwirkung durch den Waschbären, sondern weist lediglich auf Indizien hin. Und ich sage auch einmal ganz deutlich, dort wurden innerhalb von 3 Jahren die Überreste von 4 Sumpfschildkröten gefunden. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, und ich habe auch eine Stellungnahme vom Autor, das ist der Herr Schneeweiß, der teilt auf eine Anfrage am 10.03.2017 mit. Er hat nicht behauptet, dass der Waschbär die europäische Sumpfschildkröte ausgerottet hätte. Ich nenne auch einmal ein Zitat. Er sagt, natürlich werden darüber hinaus Tausende Waschbären erlegt, in vielen Fällen sinnlos, da die Kadaver weder einer Verwertung zugeführt werden, noch ein nennenswerter Effekt im Sinne des Schutzes bedrohter Tierarten erreicht wird. Zitat Ende. Und er spricht sich auch gegen eine systematische Bejagung flächendeckend aus. Er sagt, nur dann in einem bestimmten Gebiet und dann auch als Beispiel durch einen Berufsjäger. Und auf die Vogelwelt auch gesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, belegen Untersuchungen, dass die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die Zerschneidung und Zersiedlung der Landschaft und die Versiegelung von Flächen großräumige Stoffeinträge die Ursache dafür sind und deshalb auch die Artenvielfalt beeinträchtigen. Ich nenne nur die Drucksache der Bundesregierung 1845-75. So, am Beispiel des Hessischen Rieds wird auch ganz deutlich, laut Streckenliste des Kreises Groß-Gerau gibt es kein Waschbärproblem. Gerade einmal 2 Waschbären sind dort im Jagdjahr 2016-2017 verzeichnet. Dennoch ist leider auch hier der Rückgang von Arten feststellbar. Kiebitz, Feldlärsche und andere Vogelarten. Kollegin Hammann, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Im Hessischen Ried schwer. Nur noch einen Satz zu dem des Kormorans. Da ist es mir einfach wichtig zu sagen, dass es gut veröffentlichte Untersuchungen der staatlichen Vogelschutzwarte gibt, die das, was jetzt von Ihnen, von der FDP behauptet wurde, nicht belegen. Die sagen, das ist unwahr. Die Brutbestandszahlen des Kormorans bewegen sich in den letzten Jahren nicht mehr nach oben, sondern sind eher rückläufig. Das kann man einsehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sachlichkeit ist wichtig und kein Populismus in dieser Diskussion. Das erwarte ich auch als einen verantwortungsvollen Umgang, den wir alle auch hier im Landtag zu pflegen haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, ich finde es ja auch verblüffend, dass die SPD in der Begründung die Einstufung der EU zu invasiven Arten hernimmt, um in ihrem Punkt 2 des Antrags schon die Schlussfolgerung im März zu ziehen, wie eigentlich das Ziel der Managementpläne auszusehen hat. Also, das zumindest ist sehr widersprüchlich an Ihrem Antrag. Es ist richtig, der Waschbär ist eine invasive Art. Es ist aber so, dass das Bundesnaturschutzrecht zu der Frage, wie Managementpläne eigentlich erarbeitet werden sollen, erst am nächsten Freitag im Bundesrat endgültig entschieden wird. Zweitens will ich feststellen, die Managementpläne werden derzeit in den Entwürfen bereits erarbeitet, und Hessen hat federführend die Bearbeitung für die Managementpläne zum Thema Waschbären übernommen, weil wir das Land sind mit der größten Population. Bei uns sind die Waschbären ausgesetzt worden. Es ist aber nicht so, dass die Waschbären als unerwünscht gelten oder nicht erwünscht. Das hat mit der Frage invasive Arten erst einmal gar nichts zu tun. Im Gegenteil, die Waschbären gelten als etabliert für bestimmte Regionen und eben für Hessen. Deswegen müssen wir unsere Managementpläne darauf abstellen, wie wir mit dieser etablierten Art hier umgehen, um auch zu Regulierungen zu kommen. Aber das wird den Managementplänen überlassen sein. Die werden im Sommer veröffentlicht. Dann gibt es eine Öffentlichkeitsbeteiligung, auch für alle Verbände, für Privatleute. Und anschließend werden wir im nächsten Frühjahr dazu entscheiden, wie wir mit weiterer Regulierung umgehen können. Ich will aber auch sagen, dass Hessen Forst schon vor einigen Jahren ein Faltblatt zum Waschbären herausgegeben hat, auch viele Landkreise, Städte wie Kassel, Usingen, Wiesbaden informieren ihre Bürgerinnen und Bürger über entsprechende Schutzmaßnahmen. Das ist nämlich das Wesentliche beim Waschbären, dass man das Füttern von ihnen unterlässt, den Müll und die Abfälle unzugänglich aufbewahrt. Darum geht es nämlich auch beim Management, um die Frage der Prävention. Natürlich können Waschbären im urbanen Bereich ein Problem darstellen. Deswegen gilt auch im befriedeten Bereich die Jagdverordnung so nicht mit den Schonzeiten. Auch dieses ist klargestellt, und das ist auch aus dem Jagdgesetz schon zu ersehen. Also, ich weiß im Moment nicht, wo die Aufregung herkommt, vor allen Dingen, weil wir auch noch zwei Ausnahmen zugelassen haben in der Rhön und in der Wetterau, um dort Populationen von anderen Tieren zu schützen vor dem Waschbären. Insofern, glaube ich, sind wir hier in Hessen durchaus auf der sicheren Seite, was die Frage der Schonzeiten, der Bejagung, aber auch der Prävention von Waschbären angeht. Nun zum Kormoran. Der FDP-Antrag problematisiert das Verhältnis zwischen Kormoran und geschützten Fischarten, allerdings auf falscher Grundlage. Also, das geforderte Monitoring findet ja bereits statt. Natürlich macht die Vogelschutzwarte ein Monitoring der Bestände. Wir erfassen an den wichtigsten Rastvogelgebieten in Hessen, auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das erfasst durch die Vogelschutzwarte, denn es ist ja eine gemeinsame, die Bestände wie etwa von Kiebitz, Kranich und Kormoran. Und es ist nicht so, dass sich die Population des Kormorans weiter erhöht hätte. Sie ist stabil, und die Brutvorkommen sind im Gegenteil eher etwas rückläufig zurzeit. Das ergibt das Monitoring. Das bedeutet, wir haben aktuell kein ökologisches Problem mit dem Kormoran, was die Fischbestände angeht. Die bestehenden Regelungen der Kormoranerlass sind deshalb auch derzeit völlig ausreichend.
Wir haben vielmehr das Problem für Fische, gerade von gefährdeten Arten, dass die Gewässergüte und teilweise immer noch die Uferstrukturen teilweise sehr mangelhaft sind. Nach der Wasserrahmenrichtlinie sind immer noch 80% unserer Oberflächengewässer in einem schlechten oder ungünstigen Zustand. Das drückt auch auf die Fischbestände, vor allen Dingen auf die gefährdeten Arten. Frau Staatsministerin, ich erinnere an die Redezeit der Fraktion. Das ist der letzte Satz. Da, wo sich Fischbestände erholen, haben natürlich auch Wildvögel eher die Möglichkeit, auf diese Bestände zuzugreifen. Aber wie gesagt, insgesamt zum Kormoran die Bestände stabil, keine weiteren Probleme im Moment. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann werden die Drucksachen zu Tagesordnungspunkt 17, 30, 21 und 29 in den ULA abstimmen. Alle vier? Okay, gut, dann stimmen wir ab. Das ist bei mir noch nicht angekommen. Gut, dann lasse ich zunächst abstimmen über Tagesordnungspunkt 17. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen, das ist die Fraktion der SPD und der FDP. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und den Linken. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich lasse abstimmen über Tagesordnungspunkt 30. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Gegenstimmen, Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen der SPD und der FDP. Damit ist dieser Antrag angenommen. Tagesordnungspunkt 21. Wer gibt dem Antrag seine Zustimmung? Bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Gegenstimmen, die Fraktion der CDU, Bündnis 90, die Grünen und der Linken. Enthaltungen. Bei Enthaltungen der Fraktion der SPD ist dieser Antrag abgelehnt. Und Tagesordnungspunkt 29. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Gegenstimmen. Die Fraktion der FDP, Enthaltungen, die Fraktion der SPD. Damit ist dieser Antrag angenommen.